Guten Tag. Schön, dass Sie wieder bei mir zu Besuch sind. Bei mir, das wäre normalerweise beim Governor zu Besuch in Uelzen oder vielleicht in Coevorden. Hier sind wir genau auf der Grenze. Wir sind hier im Barger Fen. Und was das alles auf sich hat, erzähle ich Ihnen am liebsten gleich, wenn wir ein Stückchen weiter unterwegs sind. Wir fahren hier mit dem Rad über den neuen Radfahrweg, den man natürlich auch bewandern kann. Und was das alles auf sich hat und was das mit dem Motto vom Monat Juni zu tun hat, das kommt später. Kommen Sie einfach mit. Ich befinde mich jetzt hier auf einem Aussichtsturm. Hinter mir das Barger Fen. Eigentlich sollte hier noch im Monat Juni eine Abschlussveranstaltung stattfinden, ein Familienausflug für Deutsche und für Niederländer. Denn genau da befindet sich ja auch dieser Park, ein Naturreservat. Distrikt 1590 mit Distrikt Governor Clemens Groppe und ich hatten das für unsere beiden Distrikte so richtig schön uns vorgestellt. Mit den Kindern eine Kutschfahrt machen hier durchs Moor, eine Wanderung zu Fuß oder eben per Rad. All das alles wäre möglich gewesen und nachher natürlich niederländische Pfannkuchen. Aber noch ist das alles nicht vorbei. Denn sowohl Clemens Groppe als auch ich sind im deutsch-niederländischen Länderausschuss vertreten. Vielleicht schaffen wir es dann im nächsten Jahr ohne Corona, das alles doch noch durchzuführen. Ich nehme Sie noch ein Stückchen mit durch diese wunderschöne Landschaft auf der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Was für ein wunderschöner Tag hier im Moor. Auf der deutschen Seite hatte das Moor leider auch eine dunkle Geschichte. Bereits Anfang der 1930er Jahre wurden dort Arbeitslager für politisch Andersdenkende eingerichtet. Karl von Ossietzky war einer von ihnen. Ein bekannter Name vor allen Dingen in Oldenburg, wo die Universität nach ihm benannt wurde. Die Lager wurden später mit Kriegsgefangenen belegt. Sie hatten hier eine schwere Zeit. Nicht nur in Emsland, sondern auch in der Grafschaft Bentheim. Es erinnern zum Glück viele Museen immer noch an diese Zeit. Und so werden diese Opfer des Krieges und des Nationalsozialismus nicht vergessen. Wir befinden uns hier auf der sogenannten Grenzsteinroute. 1902, also das ist schon mehr als 100 Jahre her, da vereinbarten die preußischen und die niederländischen Behörden, hier den Grenzverlauf deutlicher zu markieren. Über 8 Kilometer lang, denn es wurde hier geschmuggelt und das sollte unterbunden werden. Also auch noch geschichtsträchtig hier unsere Route. Ja, und hier bin ich tatsächlich richtig auf der Grenze. Das sieht man, ne? Hier fängt Deutschland an. Und ja, das sieht dann auch so aus. Deutsche Seite, niederländische Seite. Bis gleich! Ja, hier endet unsere Tour durchs Barger Fen. Ein Naturpark, der es wirklich wert ist, besucht zu werden. Eins der wenigen Hochmoore, die wir hier im nordeuropäischen Raum noch haben und der uns bewahrt geblieben ist. Ich habe hier mal so ein Stückchen in der Hand. Was hat das nun mit dem Seminar von nächste Woche zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Juni ist der Monat der Fellowships. Fellowships, das sind internationale Freundschaften von Rotarien, von Clubs mit einem bestimmten Ziel. Das kann sein Fotografie, das kann sein Radfahren. Beides sind nun auch meine Leidenschaften. Und ich hoffe, dass Sie nächste Woche dabei sind, wenn Ihnen über die Fellowships erzählt wird. Ja, das war mein letzter Vlog. Ich hoffe, ich habe Sie durchs Jahr mitgenommen.
Ich konnte nicht bei Ihnen zu Besuch sein, Sie aber bei mir. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht und der eine oder andere schaut sich nochmal so einen Vlog an. Ich grüße Sie, ich bin im nächsten Jahr Ihre Umweltbeauftragte und werde sicherlich noch von mir hören lassen, aber dann nicht mehr auf diese Art und Weise. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche!